Ja, moin, moin! Der große Rote hier. Willkommen zurück zum nächsten Teil meines 20-Züge-Guides zu Snitch. Uns hat sich hier gerade eine Gelegenheit gegeben, die wir eventuell nutzen könnten. Könnten nämlich eventuell die Hauptarmee von dem himmlischen Loyalisten gecatcht bekommen, wenn die jetzt die Tiermenschen platt machen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Ah, schade, kriegen wir nicht. Gut. Die steht in Mingzhang noch drin. Aber ist egal. Dann kriegen wir seine Hauptarmee im Gewaltmarsch. Auch eine super gute Idee. Ja, Finger davon. Ne? Wie gesagt, wir machen mit den Nebenfraktionen nichts. Wir gehen da nirgendwo drauf ein. So, jetzt hat sie Wellenrüsten von Nanyang vernichtet. Ja. Das heißt, der Gute hier hat, die Gute hat keinen Kriegsgegner mehr. Das heißt, die hat so ungefähr 2 bis 3 Armeen. Das kann jetzt sein, dass er uns den Krieg erklärt. Ne? Das ist absolut ein Ding der Möglichkeit. Wir lassen den hier erstmal in Ruhe. Wir können hier nicht Angriffspakt schließen, wenn wir wollen. Aber das ist erstmal Abducta. Das können wir erstmal ignorieren. Don't be scared by my helm, as intimidating as it is. Fear the being that wears it. Komm schon, Mann, ich werde auch nur nicht angespackt. Teuer. Aber wir versuchen uns jetzt schnell noch Wei Jin zu schnappen. Wei Jin hat übrigens auch ein cooles Gebäude. Stufe 5. Na, es gibt Einkommen aus allen Gebäuden, fraktionsweit. Das ist ein sehr, sehr schönes Gebäude, was wir gerne hätten. Außerdem, wenn wir uns jetzt quasi den hier schnell ausschalten, machen wir uns potenziellen Kriegsgegner weniger. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Däumchen drücken, dass die uns 1-2 Runden in Ruhe lässt. Zur Not müssen wir halt ein paar Städte aufgeben. Das ist dann einfach so. Ja, aber wir fragen mal hier, Krieg beitreten, ob wir da ein bisschen Geld für bekommen. Machen wir, bekommen wir 400 Kröten für. Immerhin mehr als nichts, ne? No. Kann man natürlich jetzt auto-resolven. Wäre natürlich kein guter auto-resolve, ne? Wir werden ordentlich Truppen verlieren. Seine Truppen sind im Gewaltmarsch. Das heißt, seine Kampfvitalität ist ziemlich miserabel. Wir können also das sehr gut auch selber spielen. Er hat zwar sehr viele Bauernbogenschützen, aber wir werden uns mal... Ne, wir werden keine Nahrung ausgeben. Für die Armee, glaube ich, brauchen wir keine Nahrung. Wir werden jetzt ein bisschen mit unseren Sneaky-Sneaky-Truppen arbeiten. Das heißt, wir spielen das. Und ich muss noch mal Nase schnauben, Alter. Väterchen Nörgel war wieder sehr großzügig. Ja, ich bin schon am Kamin-Tee am Saufen. Aber naja, gut. Vor dieser Art Armeen müsst ihr nicht viel Angst haben. Ihr müsst halt eigentlich nur die Schützen unter Kontrolle bekommen. Das kriegen wir aber hin. Da wir wir benutzen jetzt quasi unsere Assassin-Einheiten, die wir haben, die normalerweise ihren Fernkampf ausspielen wollen, werden wir jetzt größteilig als Nahkämpfer benutzen. Außerdem haben wir diese schöne Einheit, die sich Gift mit Mörser nennt, die halt super gut ist gegen diese ganzen Schützenklumps, weil die stehen bleiben zum Schießen. Oh, wie das hier klumpt, ne? Oh, das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Punkt. Wenn wir es nämlich schaffen, ihn entweder hier oder hier zu klumpen, können die richtig, richtig gut arbeiten. Das heißt, wir gucken mal, wo wir ihn geklumpt bekommen. So, wir wollen immer unser Death Squad bilden. Ne? Wir wollen, dass die Wächter sich hier mit rein applyen, die Wächter-Abilities hier. Treue Wächter, dass die 15% physische Resistenz reinkommt. Wie gesagt, wir haben jetzt schon über 50% davon. Das ist not nett. Sagen wir mal so. So, wir werden hier gucken, wenn er hier an die Flanke kommt, versuchen wir da die Kavallerie ein bisschen mit abzufangen. Jetzt müssen wir uns hier nur einen schönen Punkt raussuchen, wo wir uns hier aufstellen können. Schade, wir kommen nicht so ganz nach hinten. Ich
Ich meine, wir hätten hier die Möglichkeit, hier oben uns aufzustellen. Das ist mir aber ein bisschen nah am Gegner. Das heißt, ich werde die Schleichereinheiten hier hinten aufstellen. Die beiden Einheiten am Schleicher, das heißt, sie sind getarnt. Und die Einheit werde ich mit benutzen, um vielleicht so ein bisschen Kavallerie rauszufokussen. Ja, dann Standard, ne? Position halten, Position halten. Plänkeln. Deathmasters nicht. Ja, dich ja auf jeden Fall mal da vorne positionieren. Oh, das wird böse. Okay, er kommt nach da. Das wird böse. Oh boy. Oh, er hat uns entdeckt. Wir werden eine Einheit in den Nahkampf schicken. Okay. Das heißt, wir können die andere Einheit noch da rumschicken. Ja, das ist natürlich unlucky, dass er uns entdeckt hat. Das heißt, die Einheiten werden ziemlich hart massakriert. Das heißt, wir versuchen, die hier noch rauszuziehen. So, wir wollen natürlich die Fernkämpfer fokussen. Kämpfer fokussen. Schön raus damit. Oh boy. Und hier schicken wir jetzt unseren Helden rein. Oh boy. Oh boy, das ist nicht gut, nicht gut. So, hier seht ihr auch schon sehr gut das Problem dieser Art von Ninja-Armee gegen Schützen. Na, ihr habt halt keine Chance, an die Schützen ranzukommen, wenn die mit Infanterie knubbelt. Da hat keine Chance, daran zu kommen. Deswegen mag ich diesen Spielstil tatsächlich nicht so ganz. So, wenn natürlich jetzt hier das über die Infanterie regeln. What orders?
Einzelkämmer. What? Die! Dead Master Snatch. Poison Wind Mortar. For the vermin tide. Die! Not running. Die! Dead Master Snatch. Slice, slice. Runners! As Master desires! Our tail's yours! Clan Rat Spears! Ah, wie schön. Now, ready, now. Aber! Super! Rainer hat 16 Kills mit dem Gift und Mörser. Ja, ne? Da seht ihr auch das große Problem von dieser Art von Einheiten. Sie machen Schaden, klar. Aber das waren halt nur Bauern-Bogenschützen. Das heißt, macht daraus Jadekrieger-Armbrustschützen oder sogar himmlische Drachenwachen, ne, ihr absolutes MVP-Dings. Da wird's dann kritisch. Ne? Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an dieser Art von Armee. Diese Art von Armee braucht den Hinterhalt. Ne? Wenn ihr mit diesen Dingern spielt, ihr braucht den Hinterhalt, ihr braucht diese Burst-Kombo, ihr müsst die quasi im Hinterhalt die Schützen wegbursten, die Helden wegbursten. Das ist keine, also ich persönlich finde das schlecht gegen Cathay, diese Art von Armee. Diese Art von Armee ist absolut MVP gegen Ogre, selbst gegen die Chaos-Zwerge ist das sehr, sehr gut, da sie sehr starke Infanterie haben, die man damit auskontern kann. Ne? Ihr könnt damit sehr gut einzelne Monster one-shotten, das ist richtig stark mit 2-3 Einheiten. Wir haben jetzt hier plündern und besetzt. Jetzt haben wir ein bisschen Geld gemacht. Boah, das ist natürlich geil. Kriegen nochmal Erfolgschance für Hinterhalt. Armee des Kommandanten. Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir schaffen hier locker die 200% Hinterhaltschance. Mit Items, Stuff braucht ihr euch gar keinen Kopf drum machen. Ja, dann kommen wir doch nicht in seinen persönlichen Baum rein. Aber jetzt natürlich hier nochmal... Nochmal mehr Hinterhaltschance tacken. Nochmal mehr Führerschaft wegen Hinterhalt. Wir senken die lokale Führerschaft um 5 Punkte. Gibt nochmal mehr Nahkampfangriff für Armee des Kommandanten bei Hinterhalt. Wollen definitiv eine Nahkampfarmee machen. Ja, hier gibt es jetzt mehrere Sachen, die ganz gut sind. Husch, schnell, rasch ist eine schöne Sache. Ne? Gibt Geländefahren für die gesamte Armee, Ansturmbonus. Geländefahren sorgt dafür, dass ihr sowas wie Sumpf, Wald, solche Sachen euch nicht verlangsamen. Oder berghoch zum Beispiel. Das ist so eine Sache, auch mal Geschwindigkeit und Verhüllungsbomben für Schattenläufer und Gossenläufer. Das heißt, wenn ihr eine Ninja-Armee spielen wollt, müsst ihr den Punkt auf jeden Fall mitnehmen, weil diese Verhüllungsbomben nochmal dafür sorgen, dass die Einheiten schneller rankommen an den Gegner. Ne? Dann könnt ihr quasi ranlaufen an den Gegner, an die Schützen, 2-3 Mal angreifen, Verhüllungsbomben ziehen und dann könnt ihr quasi schon sehr schnell wieder weglaufen, falls die Gegner euch fokussen, weil mit diesen Verhüllungsbomben seid ihr, so wenn ihr aufhört zu schießen, sehr schnell wieder unsichtbar. Solange der Gegner nicht direkt neben uns steht. Ja, Unterhalt für alle Einheiten ist, glaube ich, ein No-Brainer. Rang bei Rekrutierung für Kommandanten und Helden ist auch ein No-Brainer. Ist ziemlich gut. Dann Nahkampfabwehr und physische Resistenz. Das heißt, das nehmen wir mit, wenn wir auf die 90% physische Resistenz kommen möchten. Und hier hinten natürlich Sabotage, Unruhen, nochmal minus 8 Führerschaft bei feindlicher Belagerung oder Umkreisen. Das sorgt halt damit mit minus 8 und mit denen minus 5. Dass wir minus 13, wo war die minus 5? War die hier schon drauf? Hier war ich schon drauf, genau. Dass wir dann bei minus 13 feindliche Führerschaft sind in der lokalen Region, wenn wir was belagern, also eine Belagerungsschlacht führen. Das ist, der Führerschaftsmali tut wirklich weh. Das merken die KIs, das ist sehr, sehr schön. Ja. Da wir ein bisschen Geldprobleme gerade haben, werden wir uns mal den Unterhalt hier als erstes gönnen. Wie gesagt, es ist alles gut, ne? Bewegungsreichweite, wie gesagt, nur das würde ich ausklammern. Wenn es nicht spielt, brauchen wir die. Nee, okay, wir müssen eh alles forschen, das heißt, das nehmen wir eh mit. Aber da habt ihr wirklich nur... Also da haben wir wirklich nur... Ne, das werden wir nicht so oft nutzen. Sagen wir mal so. Ja, dann machen wir hier giftiger Regen. Warum giftiger Regen? Das reduziert die Geschwindigkeit und vor allem die Geschossstarte und den Waffengrundschaden ist quasi ein schwächerer Gifteffekt, den wir auch eben packen können, wenn wir zaubern. Und wenn wir zaubern, casten wir immerhin das hier noch am Anfang. Hier nehmen wir XP
Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Man könnte hier auch für Rüstung argumentieren, da wir sehr viel gegen Kassel kämpfen. Ich persönlich bin aber ein größerer Freund von Nahkampfabwehr, da diese Einheiten immer in großen Pulks stecken werden. Ja, aber sogar XP-Punkt weniger. Wo hatten der weniger? Achso, bei der schon. Ja, klar. Bei den anderen früher rekrutiert haben. Ja, dann haben wir jetzt genug Geld für die Hauptstadt zum Ausbauen. Das ist sehr gut. Wir werden uns jetzt den Nicht-Angriffspakt. Mann! Junge Mann! Jetzt komm schon! Aber wir haben Glück. Wir können vielleicht ein bisschen warten. Muss mal gucken. Naja, die haben nur noch eine Siedlung. Das ist jetzt ein Gamble, ne? Also er mag das, dass wir Krieg gegen die himmlischen Loyalisten führen. Ihr seht, das geht hier hoch. Die Fraktion hat aber noch keinen zweiten Kriegsgegner. Sie kämpft nur gegen die Flotte der Totenwinde. Und Flotte der Totenwinde hat nur noch eine Siedlung. Das heißt, wenn er nächste Runde Flotte der Totensiedlung letzte Runde einnimmt, dann können wir ihm quasi nicht mehr den Kriegsbeitritt anbieten. Wir können mal gucken, wie viele Punkte gibt es denn der Kriegsbeitritt überhaupt noch. Vielleicht überschätze ich das auch gerade. Ne, der gibt uns noch 2 Punkte plus. Naja, das ist schon fast die Hälfte. Über die Hälfte schaffen wir damit, weil wir hier 3,6 Miese haben. Wir schaffen hier über die Hälfte, schaffen wir quasi damit plus zu machen, nur wegen dem Kriegsbeitritt. Das heißt, ich gehe einfach auf Nummer sicher. Ja, das ist halt, ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt das auch gerne einfach riskieren, aber ich gehe hier auf Nummer sicher. Da ich weiß, dass Kassel demnächst vor der Haustür wird, ich kaufe mir den hier. Was? 3000 willst du? Na gut. Aber ich mach das. Ich hole mir hier den Safe nicht angriffspakt. Dann müssten halt einfach die Gebäude ein bisschen. Ah, dann müssen sie halt einfach warten. Da muss ich halt warten, bis ich das Geld zusammen habe. Aber ich kämpfe halt jetzt ja auch. Demnächst. Kämpfen bringt halt eine Menge Kohle. Ja. Wir werden die Tiermenschen ignorieren. Die sind nämlich im Krieg damit. Vielleicht reißen sie die Legion dort nieder. Das heißt, eventuell nehmen sie uns eine Stadt weg, die wir nicht erobern müssen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, die muss man jetzt teuer wieder besiedeln. Uns geht es aber vor allem ums Tempo. Das heißt, wenn uns jetzt die Dame hier den Krieg erklärt, dann sind wir ganz froh, wenn die Siedlung hier hinten niedergerissen wird, dann kriegen wir nämlich die Loyalistenstelle rausgekickt. Und wenn wir die Loyalistenstelle rausgekickt kriegen, haben wir halt den Vorteil, dass wir schneller gegen Mao Ying ziehen können. Selan, die erklären uns jetzt den Krieg. Wir machen hier keinen Nicht-Angriffspakt, weil wir sie definitiv auslöschen werden, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Weil Tiermenschen am Leben zu lassen, ist nie eine gute Idee. I bring pain, death. So, kommen wir hier in einer Runde ran. Würden wir tatsächlich. Wir wissen, der Typ kommt nicht in einer Runde an unsere Siedlungen ran. Das wissen wir. Ne, ich werde die Tiermenschen-Strategie benutzen. Also, ne, ich habe es ja gerade erklärt, mit den Tiermenschen kostet uns natürlich dann mehr Geld. Und wenn wir Pech haben, sorgt der blöde Krakenlord dafür, dass wir hier unten die Siedlung quasi nicht uns nicht holen können, weil er das dann quasi besiedelt. Um das zu verhindern, werden wir mal hier in der zweiten, werden wir mal wieder unseren Kommandanten holen. Kostet uns zwar jetzt nochmal Nahrung extra und ein bisschen Geld extra, aber wir können dann instant die Stadt besiedeln. Naja, keine Kriegsgegner. So, wir gucken jetzt, ob wir in einmal rüber tunneln zu ihm kommen. Ja, also ihr habt ja 2 Möglichkeiten. Ihr könnt euch jetzt in Hinterhalt legen und quasi versuchen, ihn rauszulocken aus seiner Stadt und dann im Hinterhalt zu catchen. Ich persönlich würde der guten Mayu Ying keinen Kriegsgrund liefern wollen. Ich meine, sie mag mich sowieso nicht, ne? Ihr seht ja, minus 127 Punkte. Deswegen mache ich jetzt hier keine Grenzüberschreitung. Deswegen werde ich jetzt tunneln. Kann natürlich hart in Arsch gehen. Wenn sie uns jetzt den Krieg erklärt und uns hier erwischen würde, dann müssten wir nämlich in der Tunnelschlacht kämpfen und das wollen wir definitiv nicht.
Wenn ihr Clanrat nochmal verbessern. Wie gesagt, wir spielen Clanrat, obwohl wir werden uns erstmal die rücksichtslosen Pläne holen für die eine Nahrung-Generation. Und dann werden wir uns die teuflischen Pläne holen, damit wir 5 Technologien das hier freischalten. Das heißt, wir machen dann auch hier einmal Handelsgut. Wir werden dann auch... Also ihr könnt überlegen, ob ihr das hier abreißen möchtet. Die Kaserne. Um die Edelsteine zu bauen. Weil in Dorf des Mondes kann man dann immer noch eine Kaserne quasi ausheben. Ich glaube, das mache ich auch. Da ich das Geld gerade ein bisschen brauche. Ne? Ich will gerade ein bisschen mehr Geld machen. Das heißt, Edelsteine sind A, Handelsgut und B, generieren sie Flatgeld. So, wir haben jetzt die Marionetten kennengelernt. Wir haben jetzt aber auch die imperialen Wachen kennengelernt. Okay. Das heißt, die werden alle 3 Tore noch halten wahrscheinlich. Sind also alle 3 Tore höchstwahrscheinlich von denen gehalten. So, okay, jetzt gucken. Militärstärke. Er hat wahrscheinlich 1,5 bis 2 Armeen. Boah, er hat auch nicht den Chaoszweck als Kriegsgegner. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken, wie viel bringt uns das? 2, 3. Wir wollen das natürlich nicht machen, ne? Macht das bloß nicht. Aber wir sehen hier schon bloß noch -4 bis Handelsabkommen. 4,1. Wir steigen jetzt hier, weil wir gegen Kassel kämpfen. Das heißt, das ist so ein Autodings. Den kriegen wir früher oder später sowieso. Da müssen wir kein Geld für ausgeben. Ja, wir sehen, er hat 2 Siedlungen. Das sind die Standardsachen. Das heißt, hier hat sich der Chaoszwerg wahrscheinlich reingegraben. Aber den Chaoszwerg sehen wir noch nicht. Das heißt, hier oben müssen wir immer gucken, wie ist die Beziehung zwischen Village und Satan im Schwarzen. Wenn die beide sich mögen, dann kauft ihr euch bei beiden ein. Also, ne, dann wollt ihr mit beiden Best Buddies machen, weil wir bekommen von dem scheiß Chaoszwerg Terrorbombenmörser. Ne, Terrorbombenmörser machen alles besser. Village hat zwar keine guten Truppen, Village ist aber ein schöner... sagen wir mal, ein sehr zuverlässiger Partner, weil der halt auch tatsächlich immer mal ein bisschen was geschissen kriegt gegen Kassel. Aber wir müssen auch immer ein Auge aufhalten, wie Village und der Chaoszwerg zu dem Dunkelelfen stehen. Das heißt, es ist so dieses Trio, Zartan, Village und der Krakenlord. Da müssen wir gucken, wie die zueinander stehen. Wenn die sich alle mögen, ist es ganz einfach, dann macht er halt mit allem nicht Angriffspakt, militärischen Zugang, Handelsvertrag etc. Das steckt sich dann von ganz alleine hoch. Wenn einer hier von den dreien sich nicht mag, müsst ihr immer dahin gehen am besten. Also geht ihr am besten dahin, wo quasi die Mehrheit ist. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Village und Krakenlord sich mögen und die halt beide den Zartan nicht mögen, dann schlagt euch auf die Seite, wo halt mehr sind. Weil wenn ihr auf 2 KIs auf eurer Seite habt, habt ihr quasi 2, ne, macht ihr euch nur einen zum Feind und nicht 2 zum Feind. Es sei denn, ihr wollt unbedingt Terrorbombenmörser haben vor dem Chaoszwerg. Da müsst ihr euch da halt ein bisschen einschleimen. Ja, das nächste, was wir aimen, ist Handelsvertrag. Wir können mal gucken, ob wir den nicht angespackt mit dem brechen können. Das ist übrigens, sehe ich sehr, sehr gerne, der Clan Krisor, dass die immer noch leben. Das sorgt, heißt nämlich, dass der Kerl hier unten, also der Eisendrachen, der Bruder von Mao Ying, oh, wie heißt der? Die heißen alle gleich. Dass der... Wir müssen noch eine Runde warten. Dass der nicht besonders stark ist. Ne? Der ist Runde 10 und hat den immer noch nicht rausgekickt. Das zeigt halt eigentlich auch, dass die Kassel-Fraktion hier unten nicht besonders gut ist. Das ist natürlich für uns sehr, sehr schön, weil wenn wir hier oben jetzt die Haupt-K-Fraktion Mao Ying rausschmeißen, dann können wir uns halt in aller Ruhe nach unten expandieren und müssen nicht, ne, und haben halt nicht die Befürchtung, dass der in 3 Runden mit 2 Fullstacks bei uns vor der Haustür steht. Das macht mich sehr, sehr glücklich, das zu sehen. Noch da der Krakenlord auch ein bisschen Spätzünder ist. Lässt ja immer nur noch 4 Siedlungen hat, dass er seinen Startgegner halt immer noch nicht rausgekickt hat, Runde 10. Ja, da ist er schon. Ja. Ja, da ist die Kriegserklärung. Ich hatte es ja angesprochen. Mao Ying mag uns nicht. So. Also was wir jetzt unbedingt machen müssen, ist Weijin erobern. Wir müssen hoffen, müssen den da jetzt unbedingt rauskicken. Ja, ich hoffe jetzt sehr, sehr stark, dass der Tiermensch wirklich hier runtergeht und das den kaputt macht. Scheiße. Wird wahrscheinlich dann nicht klappen. Mal gucken, ob er es trotzdem macht, der Tiermensch. Weil,
Komm schon. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Ah! Dummer, dummer Tiermensch! Ah! I serve only the dragon. Mist. Papa, papa, papa. Willst du nicht? Willst du nicht? Machen wir dem hier auf jeden Fall nicht Angriffspakt. Wir werden uns jetzt auch den anderen Tiermenschen holen und mit dem wir nicht Angriffspakt machen. Weil wir gegen die Tiermenschen erstmal nicht weiter vorgehen werden, demnächst, weil wir jetzt nämlich das könnte jetzt ein kleines Desaster werden, weil wenn die KI jetzt Katz und Maus spielen will und zwar sich jetzt denkt, ich bleib hier nicht stehen in Shugegan, sondern ich mache jetzt hier den Move und versuche Kunlan zu erobern oder versuche mich hier hinten reinzugraben, dann machen sie unsere sowieso schon fragile Wirtschaft kaputt. Und es dauert halt ewig, diese scheiß Fraktion rauszuschmeißen, weil man den dann hinterherrennen muss. Beziehungsweise müssen eine zweite Armee ausstellen, was wieder unsere Wirtschaft schwächt. Ne? Weniger Nahrung pro Runde, weniger Geld. Und hoffen wir mal, dass er kein Arsch ist. So, wir müssen gucken, kommt er in einer Runde nach Raijin? Kommt er nicht? Kommen wir in einer Runde nach Raijin? Bitte. Wir kommen nicht in einer Runde nach Raijin. Ach, leck mich doch. Da! Kommen da nicht ran in einer Runde. Gut. Ja, jetzt ist die Kampagne gerade ein bisschen kniffliger geworden. Wir kommen da nicht ran. So, das erste, was wir machen werden, wir werden Snitch benutzen, um wieder Schleichkundschaften zu machen, weil ich wissen will, ob hier irgendwo noch eine zweite Armee rumspringt. Ja, da hinten ist sie. Ich wusste es doch. Gut. Also, hier bauen wir erstmal Diamanten aus. Und wir bauen das aus, weil uns das A Geld und B Handelsressourcen bringt. Ach du shitty shit. Okay. I must inform you. Tja. You dare clap bow to me. The sea brings death. Darkness come. I leave. Also es gibt jetzt, wir haben jetzt quasi mehrere Optionen. Die erste Option ist, wir pokern da drauf, dass der zweite Tiermensch auch noch Krieg gegen die führt. Und dass der Tiermensch, der sich hier hinten, ne, ihr könnt ja mal so sehen, an diesen Lagern, da sitzen die Tiermenschen versteckt, auch wenn man sie quasi nicht aktiv sieht, aber da sitzen die, dass er doch noch hier drauf geht und die Stadt niederreißt. Wenn wir dann Weijin holen, dann haben wir sie quasi ausgelöscht, schnell genug, und haben dann vielleicht, sind dann vielleicht noch schnell genug, bevor seine zweite Armee oder seine Hauptarmee sich hier hinten reingräbt in unsere Wirtschaft. Das wollen wir quasi verhindern. Ja, wir wollen verhindern, also wäre es kein Problem, wenn wir die Stadt hier verlieren, Mingzhu ist überhaupt kein Ding, oder wenn er kurzzeitig Weijin zurückerobert, absolut kein Ding. Wir wollen verhindern, dass er sich hier unten in unsere Startprovinz reingräbt, weil dort ziehen wir quasi unser ganzes Geld gerade raus. Ja, das sorgt dafür, dass wir gerade quasi leben können. Das heißt, ich glaube, ich setze mal mein Vertrauen auf die Tiermenschen. Ich gehe in Hinterhalt. Gehe hier hin. Und hoffe jetzt darauf, dass die Tiermenschen die Stadt hier platt machen. Und dass ich mir dann Weijin holen kann. Und dann nächste Runde Mao Ying nicht so nah dran steht, dass sie sich Weijin holen kann. Wenn wir Glück haben und sie sieht, aha, da ist jetzt keiner gesehen und er jetzt hier runterläuft, ne, sich dann irgendwo hier unten hinstellt und wir dann schaffen, Meister Sinistich, also wenn wir es dann schaffen,
Mao Ying zu catchen, wäre das natürlich auch super. So, um das noch ein bisschen... Ja, wir werden ja das noch machen, damit wir die fünf Pläne bekommen. Das ist leider... Werden wir wahrscheinlich schon bald brauchen. So, Nahrung bauen wir nicht aus wahrscheinlich. Wir können uns das gerade eh nicht leisten. Ja, obwohl es 40 mehr Geld... 40 mehr Geld ist nicht schlecht. Ich überlege gerade. Ne, wir bauen Dorf des Mondes aus, weil wir eventuell unsere Kaserne wieder aufbauen müssen. Die habe ich ja abgerissen fürs Geld. Aber mal gucken, vielleicht müssen wir die wieder aufbauen, weil wir eine zweite Armee ausheben müssen. Okay, er bleibt mit beiden stehen. Das ist schon mal sehr gut. Das verschafft uns nämlich Zeit. Also wir besiegen seine Armee, ne? Da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Wir machen beide seine Armeen easy peasy platt. Das kriegen wir hin, vor allen Dingen, wenn wir sie auf offenem Feld im Hinterhalt erwischen. Da ist ganz schnell Ende im Gelände. Wir müssen jetzt nur schnell genug sein. So, er bleibt auch stehen. Bitte, Tiermenschen, bitte, 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 bitte. Seid einmal zu was zu gebrauchen. Gut, der ist nutzlos. Ach, Kacke. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Lord of the Assassins. Ach. Scheiden, der ist da. Scheiß Tiermensch, Mann. Kriegt doch nichts geschissen, ey. Hör auf, um meinem Begriff zu stehen und mir Geld zu klauen. Schade. Der hat auch dem Falschen den Krieg erklärt. Der hat den Tor-Fraktion den Krieg erklärt. Die kriegt er eh nicht. Okay. Tiermenschen haben es also nicht geschissen bekommen. Das heißt, wir haben zwei Optionen. Wir holen uns Weijin oder wir holen uns Stadt von Shugen. Ich werde mir Stadt von Shugen holen. Warum? Weil wenn ich jetzt Weijin hole, muss ich sowieso zurück und Stadt von Shugen holen. Da mache ich quasi zurück und vor. Dann kann ich auch gleich hier hingehen und mir die Stadt quasi holen. Das heißt, wir belagern das hier. Außerdem verhindern wir, dass er mehr Truppen baut. Dann werden wir mit Gewaltmarsch hier ranlaufen. Jetzt sind zwar unsere Truppen auch im Gewaltmarsch, aber da müssen wir uns keine große Sorge drum machen. So, wir könnten das Auto resolven. Wir könnten es spielen. Wenn wir es spielen, ist es höchstwahrscheinlich besser, weil wir mehr Truppen verlieren. Wir können uns aber eigentlich auch den Auto Resolve leisten, da wir eh zwei Runden bis nach Dings brauchen. Das heißt, wir werden es hier einmal plündern und besetzen. So, dann uralte List. Dann auflösen. Rein. Wir nächste Runde hier im Hinterhalt stehen und dann Vajin angreifen. Deathmaster. Ah. Nee. Das sind doch zu viele Verluste. Wir spielen das. Das sind mir zu viele Verluste. Deswegen speichert immer am besten. Na, das ist mir einfach zu viel. Weil das kriege ich in zwei Runden nicht ausgeheilt. Wenn ich jetzt in zwei Runden quasi das ausgeheilt bekomme, hätte ich gesagt, ja okay, können wir es auto-resolven. Aber ich möchte gern so viel wie möglich HP dabei behalten, wenn ich die Hauptstadt einnehme. Weil egal, ich bin mir fast sicher, wenn ich die Hauptstadt einnehme, naja, sagen wir mal so, wenn ich die Hauptstadt einnehme und nicht so viel HP dabei verliere, dann kann ich mir mein Ritual aufheben, wenn ich quasi die erste Kisei-Armee töte. Kann mein Ritual, ne, da kann ich mir das Ritual aufheben, was mich quasi wieder Full Life heilt, um später gegen Mao Ying, wenn ich irgendwo eine Position habe, wo ich mal schnell, ne, wo ich halt diese HP brauche, wo ich entweder einen Tempo-Vorteil brauche oder einen Verteidigungsvorteil brauche, mir den dadurch dann sozusagen holen kann. Das heißt, hier ist, ich hätte es jetzt nur auto-resolved, weil es halt keine spannende Schlacht, weil es halt einfach drüber rollen ist. Ne, der hat halt nichts. Ne, das ist halt. Karte ist auch nicht gefährlich. Wir rollen da halt einfach drüber. Aber wenn es auto-resolve sagt, so hohe Verluste, das wollen wir nicht. Nicht, wenn da Mao Ying vor meiner Haustür steht.
Aber ja, ne? Ihr seht halt, nach oben expandieren war der richtige Schritt. Stellt euch mal vor, wir wären nach unten expandiert, dann wären unsere Armeen viel, viel weiter weg. Und wir hätten unten einen größeren Kriegsgegner, ne? Der hatte ja 5 Siedlungen gehabt, der grüne Kessel Dude, der gelbe hier, der hat ja nur 3 Siedlungen gehabt und wir sind gleichzeitig auch noch oben bei Mao Ying. Das heißt, ne, hat sich ausgelohnt, dass wir das gemacht haben. Das muss nicht immer so sein. Ne? Das kann auch sein, dass Mao Ying sich in Krieg gegen Village oder gegen Zartan verrennt. Je nachdem, wie stark die sind, wie schnell die da sind. Wir haben hier wieder die lustige Karte. Na, ich krieg's ja. Krieg's ja Krise. Ich komme sogar direkt von hier. Ne, das ist ja mal... Oh! Das ist ja mal super. Das ist ja mal übel. Geil. Na, wenn wir jetzt in einen Zwei-Fronten-Krieg geworden wären, alter Schwede, das hätte wehgetan. Da können Kampagnen quasi scheitern an sowas. Nur weil ihr euch in die falsche Richtung entscheidet zu expandieren. Das heißt, ihr müsst immer überlegen, was kann Worst-Case technisch passieren und könnt ihr das quasi abwenden, wenn das passiert. Na, ich kann euch versprechen, wenn mir jetzt der Eisendrache den, also wenn ich jetzt unten Richtung Eisendrache expandiert wäre, das wäre ein Punkt, wo ich sage, okay, Kampagne ist vorbei. Weil das wirklich hart in diese Richtung kippen kann. Oh, das ist natürlich eine Bombenposition hier hinten. Ne? Kannst du nicht anders sagen. Oh, jetzt werden wir erstmal wieder die Gegner locken müssen. Wir wollen die Kavallerie als erstes. Das heißt, wir nutzen hier eine Ratte, um die Kavallerie aufzuhalten. Schade, ist weit genug beschworen. Ah, die Kavallerie ist dumm genug, zurückzukommen. So, dann können wir mal den Helden vornehmen. Können wir unsere ganze Helden nach vorne ziehen. Ja, ihr seht halt, also wir machen schon echt krass Schaden. Haben wir gleich das Problem, ne? Wir wollen außer Reichweite bleiben. Zack, ich will nochmal Magie benutzen. Hey, seht ihr, die Magie ist halt schon. So, na dann können wir ja auch den Rest mitziehen, wenn der nicht kommen will. Weil dann kann ich ja meine Kriegsverbrechen hier. Oh, ne, wenn die sich halt jetzt unsichtbar machen könnten, ne, dann wären sie halt jetzt wieder getarnt. Könnten sich halt jetzt hier mehr quasi nähern. Aber wir haben hier noch eine Kaff, die wir holen wollen. Das heißt, ja, noch einmal Ratten vorbeschwören.
Ihr seht da jetzt das Problem. Feuer. Targeten. So, du holst dir mal den Helm. Das ist halt so eine... Cassei ist halt nicht gut, den Nahkampfblob zu lösen. Das heißt, ihr könnt mit den Helden sehr, sehr gut... So, wir bleiben hier mal stehen. Ich will einfach nur noch den Heiltrank durchticken lassen auf Snitch. Zack. Wir müssen sagen, wir haben jetzt zweimal die Karte erwischt. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wenn die so Engstellen drücken können. Aber wir können das halt auch, forcen, dass wir immer zwei, drei Einheiten um diese Helden rumknubbeln. Und dann können wir halt einfach mit dem Giftwitmörser hinterher machen. Ne? Ihr seht halt, das ist halt absolut geil. Aber die Magieschule bringt halt noch nichts. Die Magieschule wird dann erst richtig stark, also sagen wir mal, das heißt stark, also sie macht erst richtig was, wenn wir halt den Schadensmalstrom spielen. Den haben wir halt noch nicht. Ich werde euch auch noch mal den anderen Malstrom zeigen, der quasi dieses Knockback machen Sachen macht. Will ich euch noch mal zeigen, wie man den so ein bisschen einsetzen kann. Aber wie gesagt, ne, bei solchen Knubbeln ist es absolut genial. Ja, das ist natürlich wesentlich besser. Wir haben jetzt 14 Einheiten verloren. Letztes Mal hatten wir die Hälfte der Armee verloren. Das heißt, das macht schon einen großen Unterschied. Oh, wir kriegen auch bessere Items. Kriegen auch bessere Items. So, das nehmen wir mal weg, weil du nämlich jetzt wegkommst. Dann können wir nämlich den schon gleich in die Richtung setzen. So, ist natürlich, glaube ich, kein Wunder, ne? Der bekommt jetzt den. Das heißt, wir sind jetzt bei 30. Ah, bei 54. Nochmal 15 oben drauf, sind wir bei 64, sind wir bei 69% physische Schadensresistenz. Runde 12. Können jetzt hier noch das mitnehmen für physische Resistenz. Dann sind wir bei 69, 79, 80, 84% physische Schadensresistenz. Wird, glaube ich, ersichtlich, worauf ich angespielt habe. Ja, es ist halt einfach dumm, dass er halt schon mit so viel Base physische Resistenz startet. Das ist halt einfach krass. Wir haben aber tatsächlich die Bewegungsreichweite. Die könnte jetzt wahrscheinlich ein Stück meddern. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich zeige euch mal den Zauber. Wenn natürlich, wenn XP, dann nehmen wir den natürlich mit. Wir gucken nochmal in die Clan-Verträge rein. Wie gesagt, den wollen wir nicht. In der Runde kriegen wir einen neuen. Gucken wir mal, ob wir dann einen kriegen. Auch abreißen. Wir werden die erstmal auch nicht ausbauen. Wir speichern uns das Geld erstmal, aufheben. Na, das Ding kostet halt auch 2500. Man könnte jetzt Geld ausgeben für das hier. Wachstum, Kontrolle, Rekrutierungskosten, Nahrung und so weiter. Ist mir aber gerade zu teuer. Und ich habe es gerade sowieso das Geld nicht, um das Wachstum auszureizen.
Ne? Wir wollen immer dann Wachstum haben oder uns vorbereiten, unser Wachstum zu benutzen, wenn wir wirklich Geld machen. Momentan machen wir halt kein Geld. Ne? Also wir schrubben hier halt am Minimum. Das ist nicht viel Geld fürs Game, glaub mir. Das ist nicht viel Geld fürs Game. Außerdem ist unsere Stadt bald Stufe 3, das heißt, wir werden uns entscheiden müssen, was wir hier in Kunlan bauen auf Stufe 3. Ich werde dann stark für Mauern tendieren. Man könnte hier auch schon für die Grube der Meutenbändiger gehen. Einfach damit man schon mal ein paar Monster mitholt. Aber unsere Armee ist so stark. Ihr werdet das nachher im Hinterhalt noch sehen. Unsere Feldschlachten gewinnen wir quasi fast immer. Das heißt, wir brauchen hier weder die teuren Gatling Gunner noch Flammenwerfer oder sowas, ne? Brauchen wir alles nicht. Wir werden tatsächlich für Mauern gehen, damit unsere Stadt, beziehungsweise wir können auch für Arkane Generatoren gehen. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie die Kampagne bis dahin läuft. Weil wir halt die Hauptstadt nicht verlieren. Ne? Hauptstädte ist es wieder so ein. Die dienen halt gut als Bollwerk. Und das, was ihr nicht vergessen dürft, was mir tatsächlich nach 3000 Stunden Warhammer auch erst aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal gepatcht haben, aber. Oh, jetzt ist Dings gekommen. Das ist nett. Die Garnisonseinheiten von Snitch bekommen auch die Fraktionseigenschaften. Das heißt, da unsere Fraktionseigenschaft, also generell bekommen Garnisonseinheiten die Fraktionseigenschaften und die Forschung in eurer Fraktion. Das heißt, Schattenläufer und Gossenläufer verwenden rüstungsdurchdringende Warp-Geschosse, haben halt auch unsere Verteidigungseinheiten. Und das ist sehr, sehr mächtig, da wir sehr viel von Schattenläufer und Gossenläufer in diesen Verteidigungsanlagen haben. Das heißt, wir können gegnerische Helden bei der Belagerung einfach raussnipen. Das ist sehr, sehr mächtig. Ja. Jetzt haben wir den Trigger erforscht. Dann werden wir jetzt hier, Angriffsbonus und Nahkampfangriff. Wie gesagt, wir spielen sehr, sehr lange mit Clanratten. Tja. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Aber ich glaube. Naja, das ist jetzt wieder eine. Es ist natürlich eine sehr schöne Situation jetzt hier, ne? Wenn sich Mao Ying hier reinsetzt, kriegen wir ihre Armee in der Stadt gecatcht. Das heißt, wir könnten ihre Hauptarmee von Mao Ying in Sturmsaal komplett vernichten. Das würde natürlich ihren Angriffssturm verlangsamen. Und können dann, wenn wir das hier gemacht haben, bräuchten wir aber 3 Runden bis nach Weijin. Das heißt, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Runden bis Weijin. Dann hat Weijin halt wieder eine Fullstack. Und er kann Bauernreitern und Jadekrieger, Armbrustschützen und Onyx-Krähenmänner rekrutieren, plus die Standardinfanterie. Ah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ja, ne? Das ist dieses Ping-Pong-Spiel, von dem ich geredet habe. Das ist jetzt dieses. Wir müssten jetzt versuchen, Armeen zu verlangsamen. Das können wir tatsächlich. Mit den Helden. Den Häuptling, könnten wir jetzt gucken, ob wir da was Armeen verlangsamt technisch machen, dass er quasi nicht schnell hier nach Kunlan reinrückt oder wir versuchen Kunlan zu verteidigen mit einer Garnison. Aber, naja gut, wir kriegen aber ein bisschen bessere Garnison. Was kriegen wir dann auf Stufe 3? Kriegen auf Stufe 3 nochmal eine Sturmratte rein. Aber sonst nur Clanratten. Und halt auch nur einen Schattenläufer und einen Schattenläufer schleudern. Wir kommen halt hier, ne? Okay, wir bekommen einen Gossenläufer mehr. Wie wir das hier ausbauen. Aber nochmal einen Gossenläufer mehr. Hier haben wir dann 2 Schattenläufer, 2 Schattenläufer schleudern. Naja, die werden schon gut später. Das rentiert sich easy peasy lemon squeezy selber. Tja. Ach, das ist gar nicht so einfach. So, wir können die Führerschaft reduzieren. Das ist auch mal sehr gut. Unruhe stiften. Kann man eine Armee die Führerschaft reduzieren. Das ist sehr, sehr mächtig. Ja, wir können hier aber nichts aufhalten, ne? Forschungsrate. Naja. Wir können hier keine Armeen aufhalten. So nicht mit einem Plan. Tja.
Ich gehe für Vajin. Ich werde mir Vajin holen. Und werde dann hier eine Verteidigung organisieren. Guck mal, ob wir einen Heimtückischen haben. Kein Heimtückischen. Wir haben aber unseren Listigen hier. War eigentlich schon noch zu früh. Weil sie nicht in einer Runde rankommen sollte. Aber wir machen das mal saver-timer. Machen mal das. Plus Garnison sollten was gehalten kriegen. Na, also wenn ihr ein bisschen min-maxen wollt, dann hätte man noch eine ein oder zwei Runden warten können, weil wir gucken müssen, raubt er die nur aus, besetzt er die, was macht die zweite Armee, kommt die auch, kommt die nicht. Aber hier könnte man versuchen, mit der Garnison, da ihr müsst daran denken, die bekommen alle, die haben alle rüstungsdurchbrechende Geschosse, deswegen lohnen die sich tatsächlich richtig gut in Belagerungen, weil dann sowas wie, wenn die olle Sturmbarren reinfliegt, das macht die KI gerne mal, schickt die einfach sinnlos vor, wenn wir die halt einfach wegbürsten. Ah, aber jetzt wird's kniffelig. Oh, jetzt sehen wir ihre Armee auch zum ersten Mal. Die ist nicht weiter schlimm. Ich meine, der ist ein bisschen nervig, da der so gut AOE-Schaden macht. Aber den können wir versuchen, down zu bürsten. Ihre Magierin nervt immer ein bisschen. Ja, sie nimmt sie. Das hat ihre zweite Armee. Ihre zweite Armee bleibt stehen. Okay. Ah, dann war das vielleicht doch der richtige Move, weil wenn wir die jetzt einnehmen, können wir hier zurück. Wenn der Vajin zurückerobert, ist das absolut kein Problem. Wir müssen jetzt erst gucken, dass wir seine Armeen schlagen, ne? Wir müssen seine Armeen schlagen. Oh, jetzt kommt nämlich auch der Bruder von unten, ne? Der ist jetzt auch langsam mal angekommen. Aber wir müssen jetzt seine Armeen schlagen. Ja, nee. Es wäre so schön gewesen, wenn die beschissene Tiermenschen was geschissen gekriegt hätten. Okay. Wow, Hinterhalt verhindert. Krass. Das ist krass. So. Er hat sich jetzt den Gerhornstamm als Kriegsgegner rausgesucht. Das ist natürlich sehr schlecht, weil das wieder diplomatische Mali macht. Ach, Mann. Naja. Aber ich habe das zur Sicherheit gemacht. Es ist einfach nur absichern, dass die uns nicht angreifen. Aber das kostet uns jetzt ein bisschen, ne? Das slaut natürlich jetzt die diplomatische Beziehung mit ihm. Ja, wir kriegen auch keine diplomatischen Punkte, dass wir im Krieg mit Cassel sind. Das ist leider sehr, sehr, sehr schlecht. Aber den Kerhorn-Stamm kann er sehr schnell, also den Kepehorn-Stamm, kann er sehr schnell töten. Das heißt, er sollte demnächst wieder frei sein. Jude. Ja. Ist das so lustig, dass der immer noch lebt? Leader of Men. Ja, wir werden aber. Was kriegen wir denn, wenn wir Krieg beitreten? Also ich hatte überlegt, den Nicht-Angriffspakt mit der Fraktion, die wir hier am Anfang haben, zu brechen. Aber ich glaube, ich macht keinen großen Unterschied. Also man könnte den halt jetzt brechen. Man könnte auch das Handelsabkommen annehmen, wenn ihr das möchtet. Ich möchte mein Handelsabkommen, aber wenn er in Marionetten des Zwiedrachs rein, weil die stabilere Handelspartner sind. Außerdem sehen wir jetzt, die haben eine zweite Siedlung. Das heißt, die haben sich jetzt hier irgendwo in die Tore reingegraben. Ja, das Tor gehört denen, das Schildkröten-Tor. Da gibt es auch schon Zinskorruption. Das ist sehr gut, weil er mir eventuell noch helfen könnte gegen Mao Ying. Ne? Das heißt, ich will versuchen, den so schnell wie möglich auf meine Seite zu kriegen. Ah, die mögen sich leider gar nicht. Das ist schade. True Savages. Oh, der hat auch eine dritte Siedlung. Oder 1, 2. Oh, der hat sich hier nach. Oh, hat er sich hier den Chaos-Zwerg reingegraben? Das ist ja interessant. Dass die 5 Siedlungen haben. Weil normalerweise ist hier eine Siedlung, hier eine, hier eine, hier eine. Und hier hinten sind nochmal. Waren hier nochmal 2 Siedlungen? Darkness,
your will. Boah. Also soweit. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der olle Sack mir hier unten nicht noch einen Kick erklärt. Aber ja, wir machen jetzt. Holen uns den. Wir werden das natürlich nicht auto-resolven. Wir werden das selber spielen. Aber ich würde sagen, meine Freunde, das tun wir in der nächsten Folge. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like freuen und über das Glöckchen aktivieren. Dann, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Vorschläge etc., ne, gibt eine Kommentarfunktion bei YouTube, benutzt sie. ihr könnt auch mal in die Videobeschreibung gucken, da gibt es noch ein paar nützliche Videos verlinkt, sowohl zu dem Thema hier, zu den Ratten, als auch Discord und der Link für Twitch. Ich stream von Mittwoch bis Sonntag von 14:15 bis 23:24 Uhr. Immer mal auch wieder Warhammer. Vor allen Dingen, wenn jetzt das neue DLC rauskommt mit Thrones of Decay nächstes Jahr. Aber halt auch alles Mögliche zwischendurch, worauf ich gerade Bock habe. Ne? Baldur's Gate, Rogue Trader, PoE, keine Ahnung. Ne? Alles das, was ich gerade Lust und Laune habe. Aber wie gesagt, es wird auch immer mal wieder Warhammer geben. Könnt euch also mal vorbeischauen, mal ein bisschen drüber quatschen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.